Ich möchte erst einmal ein Bibelvers vorlesen, der steht in 2. Korinther 5, Vers 17. 2. Korintherbrief 5, Vers 17. Da heißt es: Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Ich finde diese Übersetzung sehr gut, weil sie etwas deutlich macht. Also noch einmal, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Ich habe ja letzten Sonntag ein bisschen auch über Äthiopien erzählt, über meine Reise dorthin, wo ich mit denen ein Stück mitdienen durfte, bei einer Konferenz von AVC, von den verfolgten Christen. Ich kann das auch gut nachempfinden, als heute in unserem Gebet eine Schwester, das ist nämlich heute ein Tag, wo wir für verfolgte Christen beten, dieses Gebet auch aufgegriffen hat. Wir leben hier tatsächlich in Watte, wie soll ich sagen, in Watte aufgehoben, und in dieser Welt finden andere Dinge statt, wo viele, viele Christen täglich um ihr Leben fürchten müssen, täglich Repressalien ausgesetzt sind, irgendwelchen Schikanen ausgesetzt sind und so weiter und so fort. Und ich finde es wichtig, dass wir das nie vergessen, dass diese Welt anders ist als das, was wir hier gerade mal in unserem Land erleben. Aber dort war ein ganz wichtiges Thema, was mir überhaupt immer wieder entgegenkam: Transformation. Und ich habe schon gesagt, ich war nicht so glücklich über diesen Begriff Transformation, weil er oft so verstanden wird, dass wir quasi als Christen allmählich innerlich verwandelt werden, so wie, sagen wir mal, aus einer Raupe ein Schmetterling wird. Und dann sind wir also transformiert, also ganz heilig, fast schwebend, entfernt von Raum und Zeit, ganz mit dem Herrn verbunden, nur noch Schmetterling, und der Rückwärtsgang zu einer Raupe ist ja in der Natur nicht möglich. Also ich habe das noch nicht erlebt, dass aus einem Schmetterling eine Raupe wurde. Es sei denn, jemand hat mit Gewalt versucht, aus dem Ding das irgendwie zu formen. Das geht meistens tödlich aus. Und viele stellen sich Transformation dann eben so vor. Der Mensch entwickelt sich, wird immer christusähnlicher, immer heiliger und so weiter und so fort. Aber dieses Bild kann ich nicht teilen, weil ganz viele Dinge, sowohl unser reales Leben als auch viele, viele Bibelstellen dagegen sprechen. Sondern ich habe ein anderes Bild uns versucht deutlich zu machen, dass unsere Veränderung dadurch geschieht, dass wir, wenn wir Jesus aufnehmen, von Gott etwas geschenkt bekommen, was tatsächlich da ist, ein neues Leben, oder ich nenne es mal eine neue Natur, aber neben dieser neuen Natur auch noch unsere alte Natur, unser altes Wesen weiter existiert. Und wir jetzt quasi in eine Art, ja, es klingt ein bisschen verrückt, aber in eine Art Kampfzustand hineinkommen. Man dachte ja, wenn man sich bekehrt, wird alles gut, alles wird gut, ne? Study war no more, wir brauchen nicht mehr kämpfen, der Herr ist für uns, wir legen uns nieder und der Herr versorgt uns. Aber in Wahrheit ist es ja oft so, dass wir oft auch in einen inneren Kampf hineingeraten, der eigentlich immer wieder die gleiche Art hat. Es ist quasi das Alte gegen das Neue. Sollen wir uns so entscheiden, sollen wir so reagieren, wie wir früher teilweise reagiert haben auf Dinge? Sollen wir Wege gehen, die wir früher gegangen sind? Oder sollen wir Wege gehen, die wir jetzt aus der Bibel und aus der Verbindung zu Jesus Christus erkannt haben, sollen wir die gehen? Und es finden immer so mehr oder weniger schwere oder auch leichte Entscheidungskämpfe statt. Das heißt, da ist etwas Neues und da ist auch noch das Alte. Und das war mir sehr wichtig, dass wir so unsere Veränderung verstehen. So verstehen wir auch viele andere Dinge, dass Menschen zum Beispiel plötzlich wieder zurückfallen, dass Christen
sagen wir mal, dass an ihnen gar nichts mehr Christliches erkannt werden kann, obwohl es noch in ihnen ist, aber es kommt nicht zum Zuge quasi. Und wir haben dann letztes Mal auch betrachtet, dass unser Leben wie ein Haus ist mit vielen Zimmern und dass in jedem einzelnen Zimmer, in jedem einzelnen Lebensbereich diese Art von Kampf oder diese Art von Wachstum stattfindet, dass quasi das, was Jesus uns geschenkt hat, die Bibel nennt das Christus in uns, stärker wird und das, was wir so von Natur aus mitbringen, dass das überwunden wird durch sein Wesen und wir so ihm immer ähnlicher werden. Und beim einen ist es vielleicht so, dass, sagen wir mal, in seinem Dienst für Gott Christus schon sehr groß geworden ist, die Person predigt ganz, ganz super und es passieren sogar auch Zeichen und Wunder und Menschen fühlen sich total angetan, aber in seinem persönlichen Schlafzimmer, da ist Christus noch ganz klein. Und dann passieren eben Dinge, wo wir uns dann wundern, wie kann das sein und so weiter, aber das liegt daran, weil in jedem unserer Leben, nicht nur bei den Predigern, in jedem unserer Leben es viele Lebensräume gibt, wo überall quasi Jesus einziehen will, wenn wir das so haben wollen, oder seine Natur unser Leben bestimmen soll. Das nennt man dann in der Bibel ein Überwinderleben. Deswegen heißt es in der Offenbarung immer, sie haben überwunden, sie haben überwunden. Wenn alles so easy läuft, muss man ja nichts überwinden. Sondern überwunden heißt ja, dass da irgendwo auch ein gewisser Kampf, eine Auseinandersetzung stattgefunden hat. Das haben wir schon miteinander betrachtet. Also da ist ein neues Wesen, was Gott uns schenkt in unser Leben hinein, ich nenne es mal die neue Natur, und da ist aber auch die alte Natur und beide sind erstmal da und die neue soll wachsen und die alte soll quasi klein werden, überwunden werden und dadurch verändert sich unser Leben nach außen. Und ich habe dann letztes Mal die Predigt damit beendet, wenn ihr euch das so vorstellt, euer Haus oder mein Haus, Lebenshaus, so im Dunkeln und in jedem Zimmer geht allmählich ein Licht an, also in jedem Zimmer fängt Jesus an, mein Leben zu bestimmen, dann ist das am Ende, wenn alle Zimmer beleuchtet sind, ein ganz, ganz helles Haus. Und das hat dann richtig Leuchtkraft, auch für andere Menschen. Und ist auch attraktiv. So, das ist jetzt, worüber wir gesprochen haben. Und ich möchte jetzt einmal ein Stück zurückgehen und fragen, wann beginnt eigentlich diese Reise, also quasi ein Leben auf Christus zu? Was ja hier beschrieben wurde. Wann beginnt diese Reise? Oder man könnte jetzt auch schön sagen, wann beginnt die Transformation? Wann beginnt die Veränderung in unserem Leben. Und diese Veränderung beginnt oft viel früher, als wir meinen. Das ist das Erstaunliche. Wir haben oft, sagen wir mal so, gerade in der sogenannten evangelikalen Welt, haben wir oft so eine gewisse Grenzlinie gezogen, und zwar die Bekehrung. Das ist so die Grenze. Und dann immer so die Frage, ist jemand schon dahinter? Also hat er sich bekehrt? Oder ist jemand noch davor? Hat er sich noch nicht bekehrt? Ist er schon im Reich Gottes? Oder ist er noch in der Welt? Ne? Und da ist immer so eine Linie. Und oft haben wir in der Vergangenheit immer darauf geachtet, dass ein Mensch diese Linie überschreitet. Wir haben immer nur diese eine Linie fokussiert. Was davor war, naja, die böse Welt. Was danach kommt, naja, das wird sich schon irgendwie entwickeln. Aber diese Linie ist ganz wichtig. Und das sind dann die Bekehrung, das sind die Entscheidungskarten und so weiter. Diejenigen, die schon ein bisschen länger dabei sind, die kennen das alles. Und was wir dabei völlig übersehen, ist, dass Menschen eventuell schon weit, weit weg von Christus, sehr weit weg, ausgesprochen weit weg, ne? Dass sie da schon eine Kehrtwende oder eine kleine Kehrtwende stattfindet und eine Bewegung auf Christus zu. Ich habe mal in einem Schriftstück das so gesagt, wenn ein Zuhälter aufgrund dessen, dass er meinetwegen mal Joyce Meyer im Fernsehen gesehen hat,
sich entscheidet, seine Mädels, die für ihn laufen, nicht mehr zu verprügeln, weil er dadurch Gewissensbisse kriegt, dann würden wir sagen, der Mensch ist noch weit entfernt. Da ist eigentlich gar nichts los. Der ist ja immer noch Zuhälter. Aber was wir nicht sehen ist, dass da etwas begonnen hat zu wachsen. Und zwar ein Gewissen. Und auch im gewissen Sinne eine kleine Kehrtwende schon stattgefunden hat. Und mitunter ist es so, oder ich glaube sogar, dass es ganz, bei ganz vielen so ist, dass mit diesen kleinen Kehrtwenden, die man noch gar nicht als Bekehrung beschreiben würde oder als Lebensübergabe an Christus, aber dass mit diesen kleinen Kehrtwenden die Reise beginnt. Dass also ein Mensch zum Beispiel sich irgendwie ein Gewissen plötzlich macht, was er vorher noch nicht hatte, und er merkt, das ist nicht richtig. Ja, vor wem denn nicht richtig? Den kennt er noch gar nicht richtig, aber trotzdem beginnt da schon etwas aufzublühen. Und wie sagt die Bibel, wir sollten die kleinen Anfänge nicht verachten. Denn da beginnt oft die Reise. Und deswegen sage ich, diese Reise in die Veränderung zu Christus hin beginnt oft schon viel früher. Ich will Sie auch gleich mal ein bisschen zeugnishaft davon erzählen, aber ich möchte auch noch mal sagen, warum das so wichtig ist. Wenn wir nur diesen einen Punkt immer sehen, diese eine, bekehrt, bist du jetzt bekehrt oder nicht, hast du dein Leben Jesus übergeben, ja oder nein, wenn wir nur diese eine Linie sehen, dann gibt es nur davor oder danach. Und im Grunde genommen gibt es nur eine einzige Bewegung, Lebensübergabe. Und das war's. Und dann bleibt irgendwie alles stehen. Wenn aber wir erkennen, dass die Bewegung auf Christus schon viel früher beginnt bei einem Menschen und er sich allmählich ihm immer annähert und irgendwann diese Lebensentscheidung kommt, wage ich es, Jesus mein ganzes Leben anzuvertrauen. Und er tut das, dann überschreitet er diese Linie, aber er ist ja schon quasi in Schwung und geht jetzt auch weiter und will nicht einfach nur stehen bleiben, jetzt bin ich sicher im Reich des Herrn, ich komme in den Himmel, alles klar, wir kommen alle in den Himmel, lass uns ausruhen und mal schauen, was die böse Welt macht und so weiter, sondern die Bewegung geht weiter. Und das ist etwas, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, dass die Gemeinde Jesu in der westlichen Welt oft stehen geblieben ist, also diese Bewegung auf Christus zu nicht mehr richtig fortgesetzt hat, sondern an irgendeinem Punkt plötzlich stehen geblieben ist und eigentlich sagt, ja, jetzt sind wir Christen, der liebe Herr kann mit uns zufrieden sein, es gibt hier noch das eine oder andere, aber diese Entwicklung hat plötzlich aufgehört. Ich erinnere mich, dass ich früher mal einem ganz alten Bruder, der war über 80 Jahre, begegnet bin und der hat mich total fasziniert. Als ich ihn so fragte, wie geht es dir so und wie ist das so mit deinem Leben, mit Jesus, dann hat der nicht nur aus der Vergangenheit immer erzählt, das passiert ja oft, ne, was so alles Tolles passiert ist und was er alles so Tolles gemacht hat und so weiter, sondern der sagte, weißt du, ich bin immer noch am Lernen mit 86 Jahren und jetzt ist Gott gerade daran, mir mehr Geduld beizubringen, ne. Also du hast noch Hoffnung, wenn du 86 bist. Ne? Was jetzt noch nicht da ist, kann mit 86 dann doch kommen und so weiter. Also man spürte diesen Drang, ich möchte weiter. Ich möchte weiter und das ist überhaupt nicht mehr altersabhängig. Ich möchte weiter, ich möchte immer mehr in all meinen Lebensräumen, möchte ich, dass Jesus durch mich durchscheint, dass er erkennbar wird und so weiter und so fort. Also diese Bewegung setzt sich dann fort, aber sie beginnt schon ganz, ganz früh. Ich habe entdeckt, dass es für die meisten, die ich kenne, für die meisten Christen, gab es eigentlich so zwei Startpunkte. Es gibt Menschen, die sind völlig außerhalb von Christus aufgewachsen. Das heißt, sie sind aufgewachsen in einem gesellschaftlichen Leben und haben das gesellschaftliche Denken
übernommen, je nachdem, wo sie dann aufgewachsen sind, in welcher Kultur, in welcher Gesellschaft, dieses Denken, diese Denkweise, diese Lebensweise haben sie übernommen. Und es gibt Menschen, die sind in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Die haben eigentlich schon immer geglaubt, weil ihre Eltern auch geglaubt haben, und für sie war Jesus immer der liebe Heiland und war auch immer wichtig. Und die wissen manchmal gar nicht so richtig, habe ich mich überhaupt jemals bekehrt oder ich war doch eigentlich schon immer Christ. Die sind da so quasi reingewachsen. Und ich möchte mal über diese beiden Startpunkte jetzt sprechen. Erst einmal dieser erste Startpunkt, dass jemand außerhalb von Christus aufgewachsen ist und im Grunde genommen den gesellschaftlichen Kontext, die gesellschaftliche Philosophie für sein Leben übernommen hat. Das ist zum Beispiel mein Leben. Obwohl, ist ja ganz merkwürdig, meine Eltern, mein Vater war Pastor, mein Großvater war Propst, also auch Pastor, meine Onkels waren Pastoren, meine Cousins waren Pastoren, also ich hatte ein Heer von Pastoren um mich rum. Aber diese vielen Pastoren haben nicht dazu beigewirkt, dass ich irgendwie in irgendeiner Weise auf Jesus bezogen aufgewachsen bin. Es gab zwar ein Tischgebet und so weiter, aber ansonsten lebte man eigentlich in diesen Pastorenhäusern, wie ich es erlebt habe als junger Mensch, wie man überall anders auch lebte. Und ich bin ja nun schon für einige ein etwas älteres Semester, für mich waren ja quasi die 68er Jahre mit Prägejahre. Ich weiß nicht, ob sich Leute noch daran erinnern, was in den 68ern passierte. In den 68ern hat man im Grunde genommen versucht, das ganze tradierte Alte abzulegen. Da fand die sexuelle Revolution statt. Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, hieß es da. Das war so ein Spruch. Und da war auch das Ablegen von Konventionen und so weiter. Also man hat quasi sich völlig neu definiert. Das geschah in den 68ern. Und aus dieser Generation bin ich quasi auch hervorgegangen. Als ich dann 18 Jahre und 19 Jahre alt war und so, habe ich im gewissen Sinne genauso gelebt wie meine damals Mitstudenten und Mitschüler und Kommilitonen um mich herum. Das Einzige, was ich nie gemacht habe, obwohl das gang und gäbe war um mich herum, ich habe nie gekifft, weil ich immer Angst hatte, außer Kontrolle zu geraten. Aber die anderen, die haben es dann umso mehr getan, die haben das für mich gleich mitgemacht. Und einige sind also nur noch mit gläsernen Augen durch die Gegend gelaufen. Soll ja bis heute so sein, diese Kifferei. Und so habe ich gelebt, auch in meinen Beziehungen und mit Mädels und in Bezug auf Sexualität und auch auf Pornografie und sowas. Das wurde plötzlich gesellschaftsfähig. Es gab in kulturellen, wertvollen Kinos, wie zum Beispiel das Abaton in Hamburg, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, das war früher so ein Kulturkino für Studenten. Da zeigten sie dann pornografische Filme und so. Das wurde einfach normal. Die linken Zeitschriften hatten alle nackte Frauen vorne drauf und so weiter. Konkret hieß eine. Das war so unser Leben. So lebten wir. Ne? Das fanden wir richtig, das fanden wir befreit. Und nicht mehr diesen, wie hieß es damals noch, unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren. Das war auch so ein Spruch. Und da habe ich natürlich auch den Talar meines Vaters gesehen, der ja Pastor war. Eigentlich meinten sie die Professoren, aber die Pastoren haben ja auch Talare getragen. Und über die wurde sich dann auch lustig gemacht. Es geschah auch eine Abtrennung von religiöser Engheit. Im Gegenteil, um die Zeit zu verstehen, die ganze Psychologie ist quasi gegen dieses religiös Enge, richtig dagegen aufgestanden. Die Leute quasi, die so aus dem pietistisch-evangelikalen Hintergrund kamen, die mussten erstmal befreit werden von den Psychologen, dass sie mal aus ihrer Enge rauskamen, aus ihrer Gesetzlichkeit, aus ihrer Ängstlichkeit und so weiter und so fort. Das war die Zeit.
Und in dieser Zeit bin ich aufgewachsen und in dieser Zeit habe ich mich dann auch angepasst. Und ich liebte, wie ihr ja wisst, die Gospelmusik. Ich hatte eine langjährige Freundschaft, war 7 Jahre lang befreundet mit einem jungen Mädchen. Wir lebten quasi wie in einer Ehe schon zusammen, aber heiraten, das war für uns völlig absurd. Sowas macht man nicht. Das war also ganz, ganz ferne. Einige junge Leute verstehen das heute gar nicht mehr, weil wir inzwischen eine neue Kehrtwende haben. Zurück zur Romantik. Ich weiß nicht, ob zurück zur Kirche ist, kann ich nicht sehen, aber zurück zur Romantik. Es muss also ganz in Weiß geheiratet werden, unter Höchstkosten. Das war früher nicht. Das war diese 68er-Generation, hatte das überhaupt nicht drauf, sondern da war es eher, man lebte einfach zusammen, so war es halt. Eine lange Freundschaft hatte ich. Diese Frau, heutige Frau, ist gerade gestorben. Heute ist ihre Beerdigung. Ich werde nach dem Gottesdienst dahin fahren. Und mit ihr bin ich dann das erste Mal nach Amerika gefahren, um Gospelmusik kennenzulernen. Und da habe ich dann ja afroamerikanischen Gemeinden kennengelernt, aber vor allen Dingen, da ist mir das erste Mal Gott begegnet. Und das will ich jetzt gar nicht so genau erzählen, aber das war so stark, das hat mich total ausgebremst in meinem ganzen Lebensanschauung. Ich habe im Grunde genommen alles übernommen, was in der Gesellschaft so üblich war, und plötzlich begegnet mir Gott wie aus heiterem Himmel. Mir ging es auch nicht schlecht, ich war sehr anerkannt und so, also es war nicht so, dass ich jetzt aus letzter Not zu Gott schrie und er mir dann half, sondern ich wollte das einfach nur mal erleben, so Gottesdienst, und plötzlich kam der Hammerschlag vom Himmel und hat mich total berührt. Das heißt aber nicht, dass ich damals jetzt mein Leben irgendwie in seine Hände gelegt hat, sondern ich war hin und her gerissen, weil mir zwar Gott begegnet ist, aber als ich die Christen erlebte, die fand ich alle viel zu prüde, viel zu gesetzlich, viel zu eng. Selbst die Afroamerikaner, die ja eigentlich sehr lebendig sind, so in ihrem Lebensstil, das konnte ich nicht nachvollziehen, hatte stundenlange Diskussionen um so etliche Dinge da. Aber ich hatte Gott erlebt. Und irgendwie veränderte sich dann was in meinem Leben. Und zwar richtig zweigleisig. Auf der einen Seite lag ich abends im Bett und habe angefangen, im Neuen Testament zu lesen. Und alles, was ich von Jesus las, das war wie als jemand Öl in mich hineingießt. Das war unglaublich, voller Wärme, voller Kraft. Auch ein tiefes Geheimnis, was ist dieser Jesus? Was bedeutet das? Ich hatte noch überhaupt keine richtige Theologie in dem Sinne. Ich konnte mit seinem Kreuzestod und so überhaupt nichts anfangen. Das war irgendwie für mich weit fern. Aber ich las dann, wie Jesus agierte, wie er mit Menschen redete, wie er auf Menschen zuging, was er ihnen sagte. Und immer wenn ich das las, das war wie ein warmer Schauer, der da in mein Herz hineinging. Ich war immer zutiefst ergriffen und fing auch an, zu ihm zu beten, wagte es dann mal, zu ihm zu reden. Das war für mich auch am Anfang völlig absurd, so in die leere Luft hineinzureden, zu einem Gott, den man nicht sehen kann. Aber das war so das eine. Und das andere war, das war das Merkwürdige, eine Folge dieser Neurevolution, quasi dieser 68er, war auch, dass die Leute sehr spirituell wurden. Also für die Jüngeren, wenn ihr mal zum Beispiel dieses Musical Hair euch anguckt, da kriegt ihr so ein bisschen von diesem Geist etwas mit. Ne? Die wurden sehr spirituell. Ne? Der Wassermann, das Zeitalter des Wassermanns, Let the Sunshine und so weiter sind diese ganzen Songs von damals. Und weil ich ja nun auch im gewissen Sinne spirituell wurde, weil mich das so berührte, mit Jesus, wurde ich plötzlich außerordentlich attraktiv. Besonders für die Damenwelt. Denn die sind ja sowieso immer ein bisschen spiritueller. Und
wankte quasi von einer Beziehung in die andere. Also ich lebte im Grunde genommen ein völlig unsolides Leben, auch unfaires Leben, weil es oft berechnet war von mir aus und so weiter. Und auf der anderen Seite war ich tief berührt, wenn ich die Bibel las. Das waren quasi so, eigentlich müsste man sagen, ich war gleichzeitig zwei Personen. Und ich erinnere mich, wie ich dann noch einmal wieder in den USA war und wie ich da erstmal so den Casanova raushängen ließ und im schwarzen Ghetto, da habe ich eine Zeit lang gelebt, da mit den Mädels und so weiter so umgegangen bin und so weiter. Und dann hatten wir aber als Chor, die anderen Choristen kamen auch rüber nach Amerika, hatten wir einen Auftritt bei einem Gospel-Workshop. Und da sind wir dann aufgetreten und haben gesungen, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, und voller Hingabe. Und eine Frau, die mich auf beiden Seiten erlebt hat, die sagte, a complete different Peter. Ne? Also die hatte quasi zwei Personen da. Der eine, der sich wie die Axt im Walde benahm, und der andere, der da auf der Bühne heilige Lieder sang und Menschen auch ganz stark darauf reagierten. Und ich selber auch. Und ich war quasi wie zerrissen. Und das war eigentlich dieser Beginn dieser Reise, wo Gott schon etwas in mir angepflanzt hat. Nur es hatte noch keine Kraft. Aber es war da. Und es kam oft zum Vorschein, wenn ich ganz alleine war. Zum Beispiel abends mich schlafen legte. Vielleicht kennen das auch einige, dass dann gerade die Dinge Gottes öfters stärker zum Vorschein kommen, wenn man mal so Luft holen kann und auch über sich selbst nachdenkt oder über Gott nachdenkt und aus diesem ganzen Geschehen so ein Stück rausgenommen wird. Und so war das bei mir auch. Also es war wie zwei Kräfte, die da in mir wirkten. Und dann kam es eben zu dem Punkt, wo ich sagte, ich will nicht mehr dieses Hin und Her schwanken. Ich hatte im gewissen Sinne immer Angst vor Gott. Ich meine, man macht sich ja alle möglichen Gedanken. Meine Gedanken waren, wenn ich mein Leben Gott übergebe, dann schickt er mich ins Kloster. Und ihr könnt euch vorstellen, das Leben wie ein Casanova und das Klosterleben, die unterscheiden sich ein bisschen. Und das war für mich ganz schrecklich, also allein dieser Gedanke ließ mich erstarren. Und ich hatte also richtig Angst, und deswegen traute ich mich nicht zu sagen, Gott, mein Wille gehört dir. Aber irgendwann habe ich es dann getan und habe auch ganz stark etwas erlebt dabei, wie Gottes Geist dann in mein Leben hineinkam. Aber dann habe ich quasi mein Leben ihm übergeben und kam wieder nach Deutschland zurück. Das hat sich alles in Amerika abgespielt, habe meinen Freunden davon erzählt. Und da begann plötzlich genau der gleiche Prozess. Auch sie fingen an, ihr Leben Jesus zu übergeben. Andrea hier vorne ist so ein Opfer aus der damaligen Zeit. Kam irgendwann dazu zum Chor und auch zu dieser Glaubensgemeinschaft und so weiter. Und da war plötzlich eine Gemeinschaft von jungen Leuten, am Ende so 20, 30 junge Leute, die trafen sich, lasen die Bibel zusammen, beteten zusammen. Da war kein Pastor irgendeiner Kirche bei. Da war kein Ältester, der sagte, du musst mal deine Haare abschneiden. Das war damals noch so, heute wagt das ein Ältester nicht mehr zu sagen. Oder du musst dich mal anders kleiden oder musst dich anders benehmen oder die Ohrringe abnehmen oder was damals alles so gang und gäbe war an Äußerlichkeiten, die dann verändert wurden. Da war niemand, der uns sagte, wie wir leben sollten und so weiter und so fort. Doch innerhalb dieser Gruppe, einfach durch das Beten und durch das Bibellesen, entstand immer mehr Veränderung. Dadurch entstand, dass die Beziehungen geordnet wurden, dieses freie Leben, diese sogenannte freie Sexualität, dieses quasi Eheleben ohne Treuebund und so, das hörte auf. Die Leute fingen von sich aus an, die jungen Leute, 18, 19, 20 bis 25 Jahre hoch, fingen an, ihre Beziehung zu ordnen.
Sie fingen an, sich von dieser Esoterik, von diesem spirituellen, spiritistischen Hintergrund, in dem sie oft auch noch ein Stück lebten, sich zu trennen. Irgendwann rauchte plötzlich keiner mehr. Das ist nämlich, möchte ich auch nochmal sagen, Rauchen ist keine christliche Freiheit. Für die, die es dafür gehalten haben. Rauchen ist Dummheit, weil man sich nämlich selbst kaputt macht damit. Ja, manche hängen da dran und kommen nicht davon los, das ist eine andere Sache, da brauchen wir Gottes Kraft und Gottes Hilfe, aber man macht sich kaputt. Ganz schlichtweg. Aber das Rauchen hörte auf, der Wortschatz veränderte sich und so weiter. Also, und zwar ganz automatisch, da war niemand, der das irgendwie regulierte. So im Nachhinein habe ich gemerkt, eigentlich ist dort etwas passiert, was ich mir unter Erweckung vorstelle. Dass nämlich ohne einen Regulator Gottes Geist und Gottes Wort selber so eine Kraft bekommen in dem Leben eines Einzelnen, dass er anfängt, sein Leben vor Gott in Ordnung zu bringen, zu regulieren. Dass er also keinen Kontrolleur braucht, der immer hinterherjagt und sagt, jetzt solltest du aber mal hier und jetzt solltest du mal da und ein Christ lebt aber so und so weiter und so fort, sondern selber durch dein direktes Leben, seinen direkten Kontakt zu Gott und zu seinem Wort und zu dem Heiligen Geist sein Leben verändert. So geschah es damals. Und die Konfrontation mit dem Alten, und zwar in uns selbst und um uns herum, das war unser tägliches Brot. Damals haben unsere Freunde extrem aggressiv auf unseren Glauben reagiert, obwohl wir ihnen gar nicht den versucht haben aufzudrücken. Aber allein, dass wir anders lebten, hat unsere Freunde um uns herum, Kommilitonen und so weiter, richtig auf Zinne gebracht. Und auch in uns fand ja ständig wieder dieser Kampf statt. Geben wir jetzt unserer alten Natur nach, oder folgen wir dem, was Gott in unser Leben gelegt hat? Also diese Veränderung. Und da geschah eine Transformation, eine Veränderung, die ich, muss ich euch ehrlich gestehen, dieser Gemeinde aus tiefstem Herzen wünsche. Also ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn Gott selber dein Leben regelt. Es ist nicht schön, wenn immer jemand hinterherjagen muss. Weil das dann oft auf einer menschlichen Ebene sich auch so abspielt. Und dann passt man sich oft nur an, aber meint es gar nicht wirklich. Also es gibt wirklich nichts Schöneres, als wenn Gott selber in dein Leben hineinredet und dir zeigt, es geht auch anders und dir auch die Kraft gibt, es auch anders leben zu können. Das ist echt das Stärkste, wünsche ich jedem von uns. Nun habe ich natürlich, als ich dann später Gemeinden, etablierte Gemeinden kennenlernte, da habe ich natürlich auch noch die andere Seite kennengelernt. Nämlich Menschen, und das sind eigentlich fast die meisten, die aus einer sogenannten christlichen Sozialisierung rauskommen. Also die sind schon im christlichen Elternhaus aufgewachsen, Jesus, der liebe Heiland, war schon immer da und ein Sohn sagte mal zu seinem Vater, Papa, mach die Tür zu, die Weltmenschen kommen sonst rein. Also das war zumindest damals so, die Welt war draußen, das Reich Gottes war drin, die Familie, wir sind mit Jesus, wir sind quasi Reich Gottes, draußen ist die böse Welt, die Welt ist abgrundtief böse, gottlos und ist voller Irrtümer, die glauben zum Beispiel an Evolution. Kannst du das glauben? Nein, das glauben wir natürlich nicht und so weiter und so fort. Und so wachsen dann Menschen auf. Und dann kommt plötzlich ein Bruch in ihr Leben, ein Schock geradezu. Erstmal stellen sie fest, dass die böse Welt auch in ihnen ist und nicht nur vor der Haustür, sondern dass sie eigentlich auch Dinge ganz schick finden, die man ja als Christ nicht macht. Wir wollen auch mal in die Disco, wir wollen auch mal so richtig ein Ausdancen. Wir würden eigentlich auch uns gern erstmal sexuell ausprobieren, ehe wir heiraten. Eigentlich würden wir das auch alles ganz gern. Und wir würden natürlich auch gern die schöne Musik machen, Sympathy for the Devil, nein, vielleicht nicht ganz so, aber Sympathy for Jesus wird dann halt umgetextet. Und wollen natürlich auch gerne
ordentlich christlichen Lobpreis mit dem Teufelzeichen. Das mögen wir, haben wir bis heute. Also dieses Bestreben, und das sind oft christlich sozialisierte Menschen, die in so einem Verpasssyndrom leben. Die sind so schön brav aufgewachsen und plötzlich wollen sie mal so richtig erleben, wie es draußen zugeht. Und dann merken sie, dass dieses Draußen auch bei ihnen drinnen stattfindet, weil sie es toll finden, weil sie es schön finden. Und dann passieren ganz merkwürdige Erscheinungen, das hatten wir damals zum Beispiel in Hamburg, dass sich Leute von der Reeperbahn bekehrt haben, also Prostituierte und Zuhälter haben sich bekehrt, kamen in die Gemeinde und fingen an, ihre Kleidung komplett zu ändern und zogen sich nicht mehr so sexy an, sondern leger und wollten eben nicht mehr so aufreizend durch die Gegend gehen. Und die christlich Sozialisierten machen es genau umgekehrt. Die fanden, wir waren immer so, wir mussten uns immer in Sack und Asche kleiden, das ist ja fürchterlich, wir wollen jetzt auch mal ein bisschen schick und ein bisschen aufreizend dahergehen und so weiter. Und dann trafen sich plötzlich diese beiden Gruppen und ich dachte, verkehrte Welt. Jetzt alles ganz merkwürdig. Die, die daherkamen, die fingen an sich, freuten sich, dass sie davon los waren. Und die, die unter diesem Verpasssyndrom lagen, die guckten so ein bisschen immer, ach, so schlecht scheint es ja da auch nicht zu sein. Und dann kommt noch, dass Menschen rausbekommen, dass die Welt gar nicht so böse ist, sondern dass es da auch nette Menschen gibt und die auch nicht immer nur mit Stoppelbart und Zigarre rumlaufen und so weiter und so fort. Und dann kommt der größte Schock, dass nämlich innerhalb der Familie gar nicht immer schön Reich Gottes ist, sondern zum Teil ganz viel Welt und ganz viel Menschliches. Und dass Dinge sich in den Familien abspielen, die die Kinder teilweise, ja, wo man sagen kann, es ist ein Wunder Gottes, dass die überhaupt noch gläubig sind. An bigotten Verhalten, an heuchlerischen Verhalten. Da treffe ich so einen Bruder, der wirkte total heilig, gefestigt in Christus. Aber zu Hause hat er seine Kinder dumm gehauen, richtig dumm gehauen. Hat so stark zugeschlagen, dass sie teilweise Gehirnerschütterungen hatten, weil er sein Temperament nicht im Zaum hatte und hat das dann sogar noch biblisch begründet, ne? Mit Zucht und so weiter. Und wenn Kinder sowas erlebt haben, die dann christlich aufgewachsen sind, für die bricht ja eine ganze Welt zusammen. Das, was sie als Reich Gottes, als christlich empfanden, war es plötzlich gar nicht mehr. Und das, was draußen war, was böse war, das war irgendwie gar nicht so böse. Wie ist das? Auch diese Menschen, die so aufgewachsen sind, wurden im Grunde genommen mit dem alten Menschen konfrontiert. Und zwar an einer Stelle, wo sie es vielleicht nicht vermuteten. Aber auch für sie konnte eine Reise beginnen und für viele hat eine Reise begonnen. Und das bestaune ich immer wieder, dass auch viele, die sowas erlebt haben und im Grunde genommen sagen müssen, bleib mir bloß mit Jesus und der Gemeinde weg. Die das erlebt haben, dass trotzdem irgendwie ein Funke in ihnen angegangen ist und dass sie trotzdem sagen, obwohl da auch schlimme Erfahrungen sind, an Jesus will ich festhalten. Ich will ihn nicht loslassen. Ich will auch auf diese Reise, ich möchte auch ihm ähnlich werden. Menschen, die aus dieser Richtung kommen, müssen lernen, dass Jesus ganz anders ist teilweise, als sie dachten, wie er sei. Menschen, die aus diesen Verhältnissen kommen, die lade ich ganz herzlich dazu ein, Gott nochmal richtig neu kennenzulernen. Nochmal die Bibel mit ganz neuen Augen zu lesen. Nochmal ganz neu auch mit Gott in Verbindung zu treten und sich mal befreien zu lassen von sogenannten christlichen Klischees und sagen, Herr, hier bin ich jetzt. Wisst ihr, Gott ist nämlich ein persönlicher Gott. Gott ist nicht nur ein Gott von Klischees und Normierungen, sondern Gott ist ein ganz persönlicher Gott. Ist das nicht toll? Er geht einen ganz persönlichen Weg mit jedem. Und wo immer du herkommst, ob weit von draußen,
diese Zeugnisse hat man ja natürlich dann gerne gehört. Ich war ein Mörder und dann habe ich mich bekehrt und dann so weiter. Das ist natürlich immer das Spannende, als wenn jemand sagt, ja, nee, ich war schon immer Christ. Das ist ja sowas von langweilig. Aber für jeden beginnt diese Reise und mitunter viel früher, als man denkt. Vielleicht bei denen, die so christlich aufgewachsen sind, trotz dieser bizarren Dinge, die sie teilweise dann auch erlebt haben, schon im frühen Alter, dass Jesus wie ein Anker sich in ihr Herz hineingesetzt hat und sie irgendwie nicht davon loskam und sagen, da möchte ich hin. Und ich erlebe zwar Dinge, die irritieren mich total, aber dieser Anker, der bleibt. Das ist nämlich Gott selbst. Dieser Anker, der bleibt. Und da, ihr Lieben, beginnt unsere Veränderung. Da beginnt Transformation. Teilweise weit bevor wir uns bekehren, weit bevor wir unser Leben ihm komplett zur Verfügung stellen, weit davor nistet sich Gott in seiner großen Güte schon wie ein Anker in unser Herz ein und die Reise beginnt, weil er, und das, dieses Bild könnt ihr jetzt einfach mal behalten, weil er allmählich den Anker einzieht. Irgendwann hängen wir an seiner Leine. Ne? Aber gut, gut so, weil er es gut mit uns meint. Und dann verändert sich auch in dem Leben solcher Menschen, die so einen Hintergrund haben, vieles. Dann werden Entscheidungen nicht mehr aus Angst getroffen, aus der Rolle zu fallen. Dann geht es nicht mehr darum, dass man sich an die Gemeinde anpasst, weil man nicht möchte, dass sie alle böse angucken. Sondern dann geht es direkt um Jesus. Ich lebe für dich allein. Und was ich jetzt entscheide, das entscheide ich nicht, weil Bruder, Schwester, so und so das gut oder schlecht finden, sondern das entscheide ich, weil ich dich liebe. Und da kommen diese beiden Strömungen dann am Ende zusammen. Und da hört die Reise bitte nicht auf, sondern dann reisen wir gemeinsam weiter. Ich würde jetzt gerne mit uns beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wenn wir in unser Leben zurückblicken, feststellen, wie früh du schon in unser Leben hinein gewirkt und gesprochen hast. Oft ist es lange bevor wir uns entschieden haben, hast du dich schon entschieden. Lange bevor wir dich überhaupt richtig kannten, hast du uns schon gekannt. Und Herr, wenn wir zurückschauen und diese kleinen Dinge in unserem Leben entdecken, dass wir angefangen haben, uns ein Gewissen zu machen, einfach um deinetwillen. Dass wir angefangen haben, auch Dinge zu ändern, auch ganz unentdeckte Dinge. Dinge, die niemand sah, Dinge, die wir nicht nach außen darstellen mussten, die wir einfach verändert haben, weil du etwas in uns angelegt hast. Vater, und ich möchte dir danken, dass du diese Reise schon viel, viel früher mit uns begonnen hast. Und jetzt sind wir da, wo wir sind. Jeder an seiner Stelle. Einige haben diese Schwelle vielleicht noch gar nicht übertreten, haben dir ihr Leben noch gar nicht wirklich hingelegt, aber sie sehnen sich danach, es zu tun. Andere haben es schon lange getan, aber sie möchten weiterkommen. Sie möchten weiter mit dir gehen, weiter verändert werden, weiter auf dieser Reise gehen. Vater, ich bitte dich, dass wer auch immer hier ist, und wo auch immer jemand steht, ich bitte dich, dass niemand von uns stehen bleibt, sondern dass du jedem hilfst, auch weiterzugehen. Weiter auf dich zu, Jesus. Du bist unser Ziel, du bist das A und das O. Und du hast in uns Wohnung genommen, du hast in uns angefangen zu wirken. Dein Wort ist auf geheimnisvolle Weise so kraftvoll, Herr. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass du jetzt wirksam wirst. Lass uns einfach einen Moment so vor Gott sein. Einfach mal so. Denk einfach mal zurück. Denk, überlege, was Gott an dir getan hat, wie er dich gerufen hat,
was er in dein Herz hineingelegt hat. Denk über diesen Anker nach, der dich irgendwo gezogen hat und vielleicht im Moment an Zugkraft verloren hat, aber du möchtest, dass er dich weiterzieht. Und fang einfach an zu beten.